Hallo liebe Leute, wie ihr seht, diesmal kein Musikvideo, sondern ein Mukbang. Mukbang für die, die es nicht wissen, heißt einfach, dass wir beide zusammen, Zuschauer und ich, was essen und währenddessen beantworte ich ein paar der Fragen oder kommentiere einige eurer Kommentare und es gibt vielleicht auch noch die ein oder andere Neuigkeit in Sachen unser Kanal, der euch interessieren könnte. Jetzt ist der Moment, wo ihr euch was zu essen holt. Ich habe mir Sushi bestellt. Holt euch was zu löschen oder etwas Herzhaftes, dann kann der Spaß beginnen. Dann schaue ich auch mal gleich, was ihr so zu sagen habt. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie hattet ihr die Idee dazu? Also Alex und ich, wir kennen uns seit Gymnasiumzeiten, wir waren auf derselben Schule. Wir sind beide in die Musical AG gegangen. In der Musical AG habe ich geschauspielt und gesungen und Alex hat Instrumental gespielt. Weil er Musik mochte und ich Musik mochte, war der Gedanke jetzt nicht so abwegig, dass wir mal was zusammen machen. Und tatsächlich haben wir, bevor dieses Projekt begann, auch einmal ein Musikvideo rausgebracht. Das war ziemlich aufwendig. Da hat, glaube ich, 2 Monate gedauert, bis es fertig war. Das ist auch auf YouTube. Vince und ich, das ist schon eine etwas lustige Geschichte. Bei Vince und mir ist das der Fall, dass eine seiner Exen und meine Ex beste Freunde waren. Er dann auf den Geburtstag eingeladen wurde mit der jeweiligen besten Freundin, die seine Ex ist. Also meine Ex und ich haben zusammen Geburtstag gefeiert, weil unsere Geburtstage nicht so weit auseinander gingen. Auf jeden Fall wurde er eingeladen. Er wusste aber nicht, wer ich bin und hat sich dann zu irgendeinem anderen Typen, Kumpel von mir gesetzt und erstmal eine Stunde mit ihm gechillt und sich gefragt, was ist das für ein merkwürdiger Typ. Er hat jedenfalls eine Stunde mit der falschen Person gechillt und ich war die ganze Zeit beim Karaoke singen, richtig abgehen. Und Vince hat auch Bock, ein bisschen Musik zu machen, also hat er sich dazugesellt, aber auch die Gitarre. Wir haben Musik gemacht und irgendwann, als wir dann so ins Gespräch kamen, hat sich rausgestellt, dass ich es war, der Geburtstag hatte. Und dann hat er gemerkt, oh, okay. Und wir haben schon richtig gut geflowt. Also wir haben schon richtig gut verstanden beim Musik machen, beim Karaoke singen. Irgendwann sind die Beziehungen dann auseinander von mir und von ihm. Aber unsere Freundschaft ist geblieben und sogar stärker geworden. So haben wir uns kennengelernt. Wie das Projekt gestartet ist, das war so, dass ich schon immer mir gewünscht habe, tatsächlich Musik zu machen und sie auf YouTube zu veröffentlichen. Und seitdem ich Kurt Hugo Schneider, Sam Shui und so verfolge, und das tue ich echt schon seit 10 Jahren, als ich in Hongkong war, ich war nämlich für 9 Monate auch in Hongkong, habe ich mir gedacht, keine Ausreden mehr. Ich bin aufgewacht, habe mein Gesicht gewaschen, die Gitarre geholt, mich in mein 4 Quadratmeter Zimmer gesetzt. Es waren wirklich 4 Quadratmeter. Und dann habe ich von Johnny Cash Hurt gespielt und gesungen und das Video hochgeladen. Das Video sieht man auch noch auf diesem Kanal als allererstes Video. So hat es angefangen. Und als ich zurück war, habe ich Vince gefragt, weil er einfach viel besser Gitarre spielen kann als ich und sich auch besser mit Musiktheorie auskennt. Und dann haben wir uns jede Woche getroffen und Cover gemacht. Alex hat das dann gesehen, hatte auch voll Bock und hat sich gefragt, ja, kann ich da nicht auch mitmachen? Und dann waren wir zu dritt und so schnell ging's. Wir haben uns jeden Sonntag getroffen und so vergingen 2 Jahre. Oh, das sind viele Fragen. Was habt ihr studiert? Wer ist euer 4. Mitglied? Welche Sprachen sprecht ihr? Wie alt seid ihr? Woher kennt ihr euch? Weshalb Musik? Was macht ihr hauptberuflich? Wie heißt ihr eigentlich und was für eine Narbe hast du an deinem Arm? Ich studiere Englisch und Französisch auf Lehramt. Vince studiert Wirtschaftsinformatik. Alex studiert Computer Engineering. Computer Engineering, glaube ich. Wie alt sind wir? Ich bin 26 Jahre alt. Ich glaube, Alex ist 27 und Vince ist etwas jünger als wir. Ja, 24? Sorry, Vince, wenn ich jetzt falsch liege. Ich habe auch gerne Lust, jetzt nachzufragen. Welche Sprachen sprecht ihr? Also ich spreche Englisch und Französisch, Deutsch, Kurdisch und ich lerne gerade Japanisch. Also Alex spricht Portugiesisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Und Vince spricht Vietnamesisch, Englisch, Deutsch und auch Französisch. Weshalb Musik? Wenn man da tiefergehend antworten will, müsste man wirklich nochmal ein einzelnes Video dafür machen. Was für eine Narbe hast du an deinem Arm? Diese Narbe, ne? Eigentlich würde ich jetzt gerne sagen, es war ein Drachenkampf. Und ich habe den Drachen besiegt, als ich jünger war. Aber dann müsste ich so eine coole Animation machen. Und dafür habe ich nicht die Zeit. Vielleicht mache ich hier irgendwo so ein wackes Drachenbild rein. Überhaupt ist, es war ein Unfall, als ich jünger war. Was ist euer Lieblingsanime? Das ist eine Frage, die ich bei Gott nicht beantworten kann, lieber Death Hades. Weil ich einfach wirklich ein absoluter Anime-Otaku bin. Es gibt ziemlich viele Animes, die mich sehr
bewegt haben und zum Nachdenken angeregt. Einige darunter wären auf jeden Fall Psychopaths und auch Monster. Unglaublich geniale Animes. Aber auf der anderen Seite auch wirklich Animes, die mich sehr berührt haben, wo ich weinen musste wie ein Wasserfall, sind die Tränen gefallen. Das wäre einmal Anohana, aber auch Hajimitsu Tokuroba und Clannad. Das ist so ein Klassiker. Das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Einfach mal so ein Fakt von mir. Ich habe vor 5 oder 6 Jahren Mangas gemalt. Ich mag euch und freue mich auf nächste Woche. In welche Länder oder Städte wollt ihr noch reisen bzw. Urlaub machen? Wenn es etwas gibt, was ich nicht kann, dann ist es malen. Ich kann nicht zeichnen. Ich habe größten Respekt davor, wenn Leute das können. Ich möchte auf jeden Fall nach Japan und das werde ich tatsächlich auch dieses Jahr machen. Ich bin wahrscheinlich im September für 4 Wochen in Japan. Werde versuchen, ein bisschen rumzureisen. Tokio, Osaka, Kyoto hoffentlich. Wir wollen trotzdem weiter Videos machen. Deswegen auch meine Frage vielleicht jetzt schon an euch. Wir hatten besprochen, wenn ich dann dort bin, dass ich vielleicht einfach ein paar Vlog-Videos mache zu Japan. Fändet ihr das okay oder wollt ihr dann, dass wir trotzdem nur musikalische Videos machen? Dann würde ich irgendwie versuchen, da wenigstens was Akustisches aufzunehmen. Oder sagt ihr, hey, Vlog in Japan, das wäre schon total spannend. Lasst es doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Ganz viele neue Leute, die uns zuschauen, aber auch alte Abonnenten fragen uns, warum habt ihr nach all dieser Qualität, nach diesen krassen Videos nur so wenig Abonnenten? Warum habt ihr noch nicht den Durchbruch geschafft? Die einzige Antwort, die mir dazu einfällt, ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, damit man so den Durchbruch schafft und viele Abonnenten hat etc., muss man einmal sehr viel Arbeit leisten. Das heißt, man muss für eine lange Zeit durchstehen, Geduld haben, Videos produzieren und das regelmäßig. Und auf der anderen Seite halt Glück haben. Das, was bei uns noch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich diese Glückssache. Wir müssen halt ein Video produzieren, was zeitgemäß ist und auch irgendwie eine Verbindung zu den Trends hat. Wie sagt man so schön, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Jetzt aber mal Tacheles, wie ihr vielleicht dem Titel entnehmen konntet. Gibt es ein paar Ankündigungen. Die erste große Ankündigung, die wir haben, ist, dass wir nur noch zu zweit produzieren. Das wären dann Vince und ich. Alex wird nicht mehr dabei sein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir einen großen Streit hatten und sich die Wege trennen. Es war einfach so, dass wir alle in letzter Zeit ziemlich viel zu tun hatten. Irgendwann haben wir dann gemeinsam entschieden, dass es besser wäre, wenn er aufhört, bevor es einfach zu viel wird. Bei wirklich anstrengenden Videos kann es auch mal sein, dass wir dann am nächsten Tag ein bisschen K.O. sind. Ich beispielsweise, wenn ich dann nachts immer noch schneiden muss und dann am nächsten Tag arbeiten. Das ist schon viel Arbeit, die da auf einen zukommt. Für Alex war das dann einfach so, dass es für ihn zu viel war persönlich. Das heißt natürlich für uns nicht, dass wir jetzt weniger Videos machen oder weniger aufwendige Videos oder dass die Videos jetzt schlechter werden von der Qualität. Trotz dieser Trennung geht es, wie gesagt, weiter. Wir werden voller Energie immer wieder neue, spannende Videos bieten. Wir finden es nämlich echt cool, einfach auch sonntags diesen Zufluchtsort zu haben von diesem ganzen Stress. Sonntags sich nur auf ein Video zu konzentrieren, das man da produziert, das ist unglaublich. Und dann am Montag das Feedback von euch zu bekommen, zu sehen, wie ihr darauf reagiert, wie ihr es euch anhört, wie es euch gefällt oder es euch auch nicht gefällt, das ist einfach unbezahlbar. Wir machen weiter. Ansonsten gibt es noch eine zweite Sache, die ich ansprechen wollte. Und zwar wäre die Idee, dass wir auch donnerstags ein Video hochladen. Nicht notwendigerweise auf YouTube, vielleicht auch auf Instagram, übrigens in der Beschreibung. Aber dieses Video wäre ein akustisches. Lasst es uns doch gerne wissen, wie ihr dazu steht. Ob ihr euch wünscht, akustische Versionen von uns gespielt und gesungen zu bekommen, während hatten sein würden, irgendwas auf Deutsch. Und natürlich auch hinter den Kulissen oder andere vlogartige Formate donnerstags. Oder sagt ihr, ihr wollt nur montags höchste Qualität vom Feinsten? Das war auch schon die letzte Ankündigung. Nächste Woche haben wir schon eine coole Idee, was wir als Video rausbringen. Wenn ihr eine Idee oder einen Vorschlag habt, wo ihr sagt, nein, auf keinen Fall das, was ihr plant, sondern es muss noch dieses
dieser Song oder dieses Mashup, dieses Mashup nächsten Montag kommen. Schreibt es in die Kommentare, liebe Leute. Wir freuen uns immer auf Ideen und Inspirationen. Wir können sonst nichts anderes hinzufügen, als dass wir euch eine wunderschöne Woche wünschen. Es läuft wie immer, liebe Leute. Montags kommt das nächste Video raus. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sehen uns nächste Woche.